Ja, dann würde ich normalerweise sagen, wir haben ja noch den Dieb. Das Stoff. Ach so, Moment. Jenna ist aber die hier vorne, oder? Genau. Hallo Susanne, wie geht's? Was sagst du da? Jemand hat Joshs Trophäen gestohlen? Also gibt es einen Dieb hier in Moorland. Ich hatte seit einiger Zeit so einen Verdacht, aber das ist keine Überraschung. Ich weiß nur nicht, wie wir herausfinden sollen, wer der Dieb ist. Wenn du ein paar Hinweise findest, das komm zurück und erzähl mir davon. Ja, das hat sie irgendwie schon ein paar Mal gesagt. Susanne, ich glaube, ein Dieb treibt sein Unwesen in Moorland. Konrads Hammer, Joshs Trophäensammlung, Tans Uhr und Tans? Ach so, ja klar. Und Frau Holzwurfs Kuchen, alles auf mysteriöse Weise verschwunden. Das kann alles kein Zufall sein, meinst du nicht auch? Etwas in den Erzählungen könnte uns verraten, wer der Dieb ist. Das habe ich so im Gefühl. Weißt du noch, was sie gesagt haben? Konrad meinte, dass er Besuch von einem seltsamen Mann bekommen hat. Das muss der Dieb gewesen sein. Leider meinte Konrad auch, dass der Dieb eine Kapuze und dunkle Sonnenbrillen hatte. Also konnte er nicht sehen, wie der Schurke aussah. Dann haben wir noch das grüne Stoffstück, das du hinten bei Josh gefunden hast. Das stammt sicher von den Kleidern des Diebes. Was meinst du? Ein Dieb, der den Tatort verlässt, möchte so schnell wie möglich davonkommen. Es wäre also nicht verwunderlich, wenn er dabei mit seinen Kleidern am Zaun hängen blieb. Tran hat nichts gesagt, wie ihre Uhr verschwunden ist, aber ich frage mich, ob es nicht der Dieb war, der den Kuchen von Frau Holzwurst genommen hat. Der ist zwar nicht wertvoll, aber selbst ein Dieb hat mal Hunger. Er wird wohl den Duft ihres wunderbaren Apfelkuchens gerochen haben. Es gibt einen wichtigen Hinweis in Frau Holzwurfs Geschichte, das weiß ich. Susanne, wir werden uns ein bisschen den Kopf zerbrechen, um dieses Rätsel zu lösen. Komm schon, wir schauen mal, ob wir auf irgendwas kommen. Susanne, ich glaube, dass die Erzählungen der Zeugen Hinweise liefern können, wer der Dieb ist. Hilf mir, mich zu erinnern, was sie gesagt haben. Wessen Erzählung sollen wir als erstes durchgehen? Susanne, das Stück, das du bei Josh gefunden hast, muss doch von den Kleidern des Diebes stammen. Welche Farbe hatte es? Grün. Ja, genau. Das Stoffstück war grün. Das bedeutet wohl, dass der Dieb grüne Kleider anhatte. Gut, dass du dich erinnern konntest, Susanne. Susanne, ich glaube, dass die Erzählungen der Zeugen Hinweise liefern können. Achso, was sollen wir als erstes durchgehen? Der Schmied hat zwar nicht das Gesicht des Diebes gesehen, aber das spielt vielleicht keine so große Rolle. Konrad hat uns trotzdem einen wichtigen Hinweis gegeben. Erinnerst du dich, wie der Schurke ausgesehen hat, Susanne? Kapuze und Sonnenbrille. Exakt. Der Dieb hatte eine Kapuze auf und dunkle Sonnenbrillen. Du hast wirklich ein gutes Gedächtnis, Susanne. Ausgezeichnet. Susanne, ja. Ich glaube, der Dieb war hungrig und wurde vom Duft von Frau Holzwurstkuchen aus seinem Versteck gelockt. Die Versuchung war einfach zu groß für ihn. Der Wind bläst ja oft in Richtung Meer. Was wäre da also ein logisches Versteck für den Dieb, Susanne? Das Schloss. Genau, das habe ich mir auch gedacht. Also der Strand, nicht das Schloss. Der Strand liegt schließlich genau zwischen Frau Holzwurst Haus und dem Meer. Also muss sich der Dieb dort aufgehalten haben. Ha, ich glaube, wir haben es, Susanne. Nun wissen wir, wer der Dieb ist. Okay. Wer denn? Ha, so muss es sein. Das ist ja ganz logisch, wenn man darüber nachdenkt. Susanne, du weißt jetzt auch, woher der Dieb kommt, was? Genau, von Dark Cores Lager unten am Strand. Er muss einer dieser Schurken sein, die sich da unten herumtreiben. Sie tragen grüne Mäntel mit Kapuzen. Sie tragen immer dunkle Sonnenbrillen. Und wenn der Wind weht, können alle den wunderbaren Duft von Frau Holtwurfs Apfelkuchen riechen. Susanne, alles deutet darauf hin, dass der Dieb einer von diesen Darkcore-Gaunern ist. Nun müssen wir nur herausfinden, wer es ist. Man kann sie ja kaum auseinanderhalten. Sie sehen ja alle gleich aus. Was sollen wir tun? Es gibt wohl keinen sicheren Plan, aber das Beste ist wohl, wenn wir es so machen. Susanne, du reitest zum Darkcore-Lager am Strand und siehst nach, ob du noch mehr Hinweise findest. Wenn dich jemand daran hindern will, sag, dass wir die Polizei rufen, wenn sie uns nicht helfen wollen. Warum wir nicht gleich die Polizei rufen? Tja, ich glaube, im Moment kann die Polizei auch keine Chance, den Dieb zu fassen.
Susanne. Bis sie da sind, ist das schon längst über alle Berge. Wir müssen die Sache selbst in die Hand nehmen, so schnell wie möglich. Reite zum Strand, Susanne. Viel Erfolg. So, ich denke mal in die Richtung. Ach, die sind da auf dem Schiff drauf, glaube ich. Du suchst nach einem Dieb? Hier gibt es keine Diebe. Darkcourt toleriert keinen Gesetzesbruch. Zumindest nicht, wenn er entdeckt wird. Vergiss, was ich gesagt habe. Und jetzt schau, dass du wegkommst. Robin? Was? Jemand von uns hier soll ein Dieb sein? Pass auf, du Göre. Wenn du nicht sofort abhaust, dann rufe ich die Bullen und zeige dich wegen Hausfriedensbruch an. Ha, was sagst du jetzt? Du willst die Bullen rufen? Okay, vergiss es. Wir brauchen die Bullen hier nicht. Wir können das wohl unter uns ausmachen, oder? Was willst du eigentlich? Du sagst, jemand hat eine Menge Krempel in Moorland mitgehen lassen und alles deutet darauf hin, dass es einer von uns war. Ich verstehe. Aber hört sich nicht so an, als ob du Beweise hättest, hä? Fingerabdrücke? Bilder von einer Überwachungskamera? Gar keine Beweise, sagst du? Schade. Echt schade. Hehehe. Weißt du was? Ich werde der Sache mal nachgehen. Du hast vielleicht recht mit dem, was du sagst, aber das ist eine interne Angelegenheit. Das geht dich gar nichts an. Also danke für deine Hilfe, aber ab sofort übernehme ich. Du kannst dich wieder um dein Pferdchen kümmern. Schön, nicht wahr? Also mach schon, dass du verschwindest. Dieser Schurke wirkt ungewöhnlich schurkig, sogar für einen solchen Gauner. Du beschließt, ihn zu überwachen, um noch mehr herauszufinden. Finde ein Versteck zum Spähen. Ah, da hinten. Ja, toll. Nein, mein Pferd ist weg. Folge dem Schurken, verliere nicht aus den Augen, aber komm ihm auch nicht zu nahe. Das war jetzt der rechte, oder? Ich hoffe, das war jetzt der. Oh, ich hoffe nicht, dass jetzt bald das kommt. Wie, du bist zu weit weg. Und jetzt? Oh oh. Ich befürchte wirklich, dass es das ist, was ich mal zufällig gesehen habe. Boss, wir haben ein Problem. Da ist so eine Göre, die herausgefunden hat, dass der Dieb einer von uns ist. Was soll ich machen? Sich darum kümmern? Wie? Haha, du bist immer so clever, Boss. Gute Idee. Wieso steht mein Pferd jetzt hier?
Okay, Boss, vertrau mir, ist gleich erledigt. Er hat mich entdeckt. Goblin? Hast du das gehört? Naja, es sieht so aus, als ob es tatsächlich einen Dieb hier in Darkhold Lager gibt. Du hattest recht. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen, um ihn zu erwischen. Bist du daran interessiert? Gut. Ich habe einen Tipp bekommen, dass er morgen wieder zuschlagen soll. Komm morgen wieder, dann habe ich mehr Informationen von meiner geheimen Quelle, was er genau plant. Okay. Dann ist das zumindest jetzt nicht die Szene, die ich jetzt im Kopf hatte. Ja, dann muss ich morgen nochmal hingehen, was eigentlich auch ein ganz guter Hinweis für mich ist, wobei ich dann eigentlich auch hier stehen bleiben könnte, um mich da morgen dran zu erinnern. Was für mich nämlich auch ein ganz guter Hinweis ist, weil ja, ich nämlich auch mal langsam, aber sicher ins Bettchen muss. Ihr merkt es vielleicht auch an der Stimme, dass sie ziemlich nachgelassen hat. Meine Festplatte ist auch fast wieder voll. Das heißt, viel kann ich auch nicht mehr aufnehmen. Deswegen würde ich sagen, mache ich hier einfach mal direkt einen Break. Ich habe es leider nicht geschafft, auf Level 6 zu kommen. Drückt mir die Daumen, dass ich es eventuell morgen schaffen würde, auf Level 6 zu kommen. Beziehungsweise, dass es auch wirklich ab Level 6 zu kaufen ist, das eine Pferd. Weil sonst raste ich aus, wenn das doch Level 8 war und ich mich einfach nur verguckt habe. Ja, ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder dabei, wenn es dann wieder heißt, Star Stable, das Geheimnis von Moorland aufzuklären. Bis dann, ciao!